Wir atmen immer noch die Luft hier hoch zur See. Auf dem Pazifik geht die Reise auf dem Luxusliner weiter gen Süden, wo wir den Drachenpalast suchen, um dort Urashima Taro zu begegnen, einem weiteren Märchenhelden, der uns auf unserer Reise und unserem Kampf gegen das Orakel Saitaro helfen soll. Jetzt sind wir hier in der nächsten Quest, die wir gleich mal starten wollen. Und es geht jetzt aufs Deck des Schiffs offenbar, auf der Rokurop-Sashi. Oracle of the Sea heißt das Schiff offenbar, ne? Das Wunder des Meeres. Mal gucken, ob es dem Namen gerecht wird auf dem Kranpan. Das ist das Deck. Und da bin ich mal gespannt. Jetzt sind wir... Oh, das sieht aber karibisch aus hier. Ha, guck mal. Da sag ich doch nochmal herzlich willkommen zur nächsten großen Folge von Otoki Katsukiki, Mami no Bakeru, Oracle Saitaro no Sainan. Weiter geht's. Und zwar, indem ich Uriko verprügel. Nee. Uriko, hast du was für mich? Vielleicht ein kleines Winkelkätzchen, das wäre nämlich schön. Also nicht. Ich kann mal so eine Bombe nehmen, ne? Eine Bombe. Gegner abfeuern. Ich will einen Gegner abfeuern. Können wir gleich mal testen. Gleich zu Beginn feuern wir mal hier auf diese Saftdinger hier. Da! Hohoho! Das ist ja nicht schlecht. Aber das lohnt sich schon mal. Können wir denn auch mit den Wasserbällen hier? Können wir aber nicht von Deck feuern, ne? Aber man kann eigentlich überall einmal raufkloppen. Vielleicht offenbart man da ja was. Wir wollen ja auch alles hervorlocken. Alle Wissensmannequiken hier. Los geht's. Yes. Damit hätten wir den Bereich gesäubert, würde ich fast behaupten. Und wir dürfen weiter. Also weiter hoch an Deck. Geschritten über die Stufen. Was ist denn hier? Ah, das kommt die große Putzkolonne offenbar. Ist aber vorbildlich, dass hier alles gereinigt wird. Aber nein, da habt ihr was übersehen. Da sind noch ein paar schmoddrige Lampenmännchen. Aber ich helfe euch gerne beim Aufräumen. Und nehme dann als Belohnung das kleine Wissenshäppchen mit, was mir hier versprochen wird. Hallo! Joe wird es vom aromatischen Duft des Wissens hergeschleppt. Ja, Nummer 36. Hünanori Kotoba Yosro. Okay, so nennt man das. Yosro, sagen die offenbar am Schiffe. Und ja, das ist also das eine Redensart von Seeleuten. Gar kein Problem. Direkt nach vorne, immer weiter geradeaus. So ist das Wort, und das ist der Bedeutungsträger von dem Wort Yosro, was sie hier offenbar sagen. Und dieses Wort stammt von der Bezeichnung Yoroshiksoro. Das ist ursprünglich dessen und ist so ein bisschen abgewandelt, so ein bisschen dialektisch runtergebrochen. Diese Form, daher rührt das. Und ja, Soro ist, glaube ich, etwas archaisch, altjapanisch für existieren oder so sein, glaube ich, ne? In der Form. Ich glaube, das baut man die Verben hinten ran. Kann man zumindest. In der Schriftform. Und ja, daher kommt das. Alles klar. Das sagt mein sehr übersichtliches Altjapanisch-Wissen. Und dabei hatte ich 2 Jahre Altjapanisch gehabt. Aber es ist vieles in Vergessenheit geraten, weil man es nicht so häufig benutzt. So. Ich würde mal vermöbelt. Noch was hier? Da, guck mal. Ha, hier, noch einer. So. Hallo? Ja, guck mal. Da haben wir sogar einen Yakisoba-Stand. Lecker Schmecker. Muss leider den Ladeninhaber hier aufkündigen. Das Leben nehmen. Und mir ein paar Münzchen mopsen. Respawnen die einfach oder habe ich einfach noch ein paar nicht erledigt gehabt? So. Ach, die brauchen ein paar mehr Hiebe. Alles gleich, verstehe. Hier oben sehe ich, ist eine Sprungplattform. Komme ich wahrscheinlich so besser nach oben. Ah. 2 Schlabersäckchen, also Kintaros Kraft. Und dann haben wir hier einen weiteren Wimpel. Und zwar vom Deck. Wimpel des Decks dieses Schiffes. Alles klar. Finden wir hier hinten noch was? Ich vermute ja wirklich hinter jeder Ecke so ein Wissenshaini. Man weiß ja nie. Man muss also wirklich alles ganz akkurat begutachten und nachprüfen, dass man auch nichts verpasst. Da komme ich gleich ran, wenn ich hier runterkomme. Dann erstmal hier hin. Da, ich sehe da schon. Ich sehe da schon den nächsten Gelbling. Holen wir uns gleich. Erstmal die Wasserbombe erledigen. Münzen sammeln. Und aufräumen.
Bisher geht das Spiel auch richtig gut vom Schwierigkeitsgrad. Ist jetzt nicht die größte Herausforderung. Also das geht auch noch schwerer und ich denke, das wird uns auch noch erwarten. Gambare Goemon und Mystical Ninja und Co. war ja auch immer relativ knifflig gen Ende. Kann ich mir vorstellen, dass das hier auch noch ein bisschen an Fahrt dann aufnimmt im Laufe des Abenteuers. Schwierig wird es wahrscheinlich, die ganzen Kollegen hier zu finden. So, weiteres Wissenshäppchen 37. Chaku wa Nihongo? Also der Begriff Chaku ist also, japanisch? Ist das so? Chaku ist der Reißverschluss. Okay, und ja, das ist, wenn es offen ist und man das nicht merkt, dann ist das peinlich. Der Ort bei der Hose, ne, den man auch als Zipper bezeichnet. Zipper ist aus dem Amerikanischen und tatsächlich ist das der Begriff Chaku japanischer Natur. Obgleich der ein wenig amerikanisch klingt und man denken mag, das ist doch aus dem Westen übernommen. Offenbar nicht. So. Bei Jipa geht natürlich auch, kann man auch sagen. Verstehen die Japaner auch. Voilà. Genug geputzt. Ich sorge schon für Chaos. So ein Checkpoint und da werden wir auch gleich wieder attackiert. Die nächste Putzkolonne. Ey, die ziehen aber auch ab, ey. Meine Fresse. Muss ich aufpassen. Ich glaube, das sind meine natürlichen Feinde hier jetzt. Boah, drei Herzen wurden mir schon geraubt. Ich spüre die Gefahr langsam, aber es gibt was Leckeres zu essen. Das ist schön. Ich glaube, das nächste Mal hole ich Kinder doch, wenn die kommen. So, vermöbeln wir ihn noch. Ist hier was oben drauf noch? Nee, ne? Da ist ein Souvenir. Da wollen wir unbedingt noch hin. Henge! Ich muss mal ein bisschen Kraft hier walten lassen. Um hier schneller voranzukommen. Jetzt aber! Die Showbühne wird hier gleich mal etwas entkräftet. So. Das sind die Animateure wahrscheinlich, die hier ihre Tänze vollziehen. Oder vollzogen haben, denn hier ist niemand mehr. Da, das Schriftzeichen für Matsuri. Festivität. Das ist die Festbrigade, die hier herrscht. Oh, jawoll! Richtig schönes Geldgeschenk. Die werden hier komplett erledigt. Wir kriegen auch immer ganz gut hier diese Spirit Power, dass wir hier uns auch aufladen können wieder. Können wir ja fast die ganze Zeit Kintaro bleiben. Yes! Ach, guck mal, wie wir da haben. Ein weiterer kleiner Fundhappen. So, und Nummer 38 heißt Gorilla wa Banana suki? Heißt, Gorillas mögen Bananen? Und so ist geschrieben hier, dass wilde Gorillas tatsächlich keine Bananen essen. Okay. Das wundert mich, ne? Denn es ist so, dass die Orte, wo Gorillas leben und die Orte, wo Bananen wachsen, dass die unterschiedlich sind. Ach. Okay. Und deshalb von ursprünglich also nicht gleich sind und deshalb die nicht essen. Also da wachsen keine, wo die leben. Ah, das erklärt natürlich einiges. Na, sowas. Was man nicht alles lernt. So. Ich lerne, dass wir diese Gegner relativ schnell hier zur Raison bringen können. Den prügeln wir ein bisschen was rein. Ey, es geht auf die Wasserrutsche. Sehr nett. Ah, okay. Kintaro regelt. Und macht den Weg frei. Für eine richtig schöne Rutschpartie. Können wir mit Anlauf springen? Nee, das war ein seichter Abgang, aber egal. Die Saubermänner werden erledigt. Und wir spielen mal richtig schön Wasserball mit den Gegnern. Wow, hier wird richtig... Oh, da lassen wir mal die Apparate hier platzen. Meine Güte. Das sind ja C-Klasse-Implantate, die wir da zerreißen lassen. Mann, 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 Mann. Und ihr... Gar keine Chance erst auf mich zuzustürmen. Ein Souvenir nehmen wir mit. Hey, guck mal hier. Ein Souvenir Gedenk Cup, also ein
Erinnerungsstück von der Seefahrt hier. Ein wunderschönes, großes Tässchen, das man mitnimmt. Wahnsinn. Da freut man sich drüber. So, da gibt es noch was für die Herzchen zum Regenerieren. Und die machen hier ihren Wassersport, ihre Wassergymnastik. Hier war doch noch so ein Ding, genau. Yes! Damit bricht das Siegel schon. Das ging jetzt aber schnell kaputt. Na gut. So, genug gechillt. Lass mal ein bisschen Wasser ab. Hier ist wieder Udiko. Können wir gleich mal gucken, was die noch zu verkaufen hat. Aber vorher wechsle ich mal kurz zu Bakedu. Ah ja. Und hol mir da noch ein bisschen Geld. Und nachdem ich die hier erledigt habe, gucke ich mal bei Udiko im Laden nochmal vorbei. Da sind noch ein paar Münzchen. Nehme ich mit und die kann ich natürlich nicht durch die Streben, ne? Nee. Udiko! Was gibt's hier? Hallo, so trifft man sich und hier gibt es mein geliebtes... Ach nein, 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 nein. Mein geliebtes Winkelkätzchen. Nehmen wir mal mit, wahrscheinlich ins nächste Level erst, ne? Hier haben wir jetzt genug gesammelt schon. Oh, noch eine Bombe! Eine Bombe! Ich habe mal wieder Lust, eine Bombe zu werfen. Ich hoffe, ich finde gleich irgendwo noch eine richtig schöne Menschentraube oder Monstertraube, wo ich eine Bombe reinwerfen kann. So. Sind wir hier oben? Haben wir nicht noch was verpasst? Nee, Quatsch, von da kamen wir. Da waren wir auch einmal drumherum gewesen. Oh, jetzt passe ich... Osoji, Osoji! Reinigung sauber machen. Osoji ist sauber machen. Das Reine machen, das Putzen. Aber mit Kintaro ist es auch kein Problem, hier einmal durchzugreifen. Wobei, der eine entwischt mir immer. Wahrscheinlich ordentlich hier mit Putzmittel eingerieben, dass er an mir vorbeigleitet. Aber entgehen wird mir da niemand. So. Sehr schön. Und noch haben wir es ja bisher geschafft, alles auch mitzunehmen. An Gegenständen. Mal schauen, wie lange wir das aufrechterhalten können. Irgendwann wird es wahrscheinlich so knifflig, an alles zu kommen, dass wir dann Abzüge machen müssen. Aber noch kriegen wir es hin. Denn hier ist das nächste Souvenir. Ey! Kleines Miniaturschiffchen als Gedenkstück für die Reise, die Seereise. Es ist ein prächtiges Modell. Damit kann man das Zimmer schmücken, steht dort geschrieben. Das wollen wir natürlich machen. Haben wir überhaupt ein Zimmer? Ne, wir haben einen kleinen Marderhundbau, ne, bei uns daheim wahrscheinlich. So eine kleine Höhle. Wir sind ja nicht menschlicher Natur. So. Hinauf! Checkpoint. Boah, Wahnsinn. Sieht ja auch echt prunkvoll aus. Hier können wir wahrscheinlich erstmal noch da gehen. Denn da ist Wissen. Hoch hier auf dem Meer. Ein weiteres Wissenshäppchen. Boah, wenn man hier runterfällt, ist man aber kaputt. Man sieht hier der Wind, der weht. Und was ist denn das für... Ach, das Wellenmuster ist sogar auf dem Ozeangrund. Wahnsinn. So, der Duft des Wissens bringt mich hierher. Und hier haben wir jetzt Nummer 39. Kaninio no Numikuchi. So viel. Die Trinköffnung von Dosengetränken. Und da steht geschrieben, wenn man sich die Trinköffnung von Dosen genauer anguckt, sieht man, dass die nicht ganz symmetrisch sind. Um sie leichter zu öffnen, hat man die so gestaltet, dass die nicht ganz symmetrisch, also ist auf einer Seite wahrscheinlich ein bisschen mehr eingebucht oder so, dass die Öffnung leichter zu betätigen ist. Ha! So, und wir haben hier tatsächlich, guckt euch das mal an, die Galionsfigur ist hier, eine Hyotoku-Maske mit einer Laterne drunter. Auch nicht schlecht, oh. Ich bin aber jetzt fast runtergeplumpst. Das wäre fatal, wenn wir hier ins Meer stürzen würden. Dann würden wir wahrscheinlich nicht mehr so schnell Fahrt aufnehmen können. So, Kintaro. Hilfe mit deiner Kraft. Da war ein bisschen Zuckerwatte, konnten wir da mitnehmen. Und die Passagiere entfernen wir mal ganz kurz hier vom Deck. Vom Sonnendeck. Und jetzt kämpfen wir mal gegen die fiese Putzkolonne. Wie machen wir es denn am besten, wenn wir hier eine Bombe reinwerfen? Das haben wir so. Dann müssen wir uns nicht gegen diese lästigen Kaliber hier
Vorwagen. Ist hier nicht noch was gewesen? Warte mal, von hier, da kamen wir ja her, ne? Da sind noch ein paar Monster. Die haben offenbar Spaß, das können wir nicht zulassen. Also werden sie vermöbelt. Wir sind auch Verliererbauten, ne? Einfach nur Schmerz bringen dort, wo die Leute Freude haben. Hier noch irgendwas zu finden? Nee, ne? Also weiter hinauf. Ach, da ist schon der Turm. Ernsthaft? Fehlt da nicht noch was? Ich glaube, wir haben eine Sache verpasst. Müssen wir mal genauer gucken. Das geht natürlich gar nicht. Nee, ein Wissensfragment fehlt. Das letzte sogar. Aber sagt mal, das muss ja hier irgendwo sein, weil Nummer 39 war da hinten auf dem letzten Vorderläppchen da. Also ist das wahrscheinlich hier verborgen. Dahinter! Ha! Ich hab dich erwischt! Da bist du! Gut versteckt, aber trotzdem gefunden. Nummer 40. Amai miso tokasto. Wenn man süßes Wasser schmilzt. Was soll das denn heißen? Also, süßes Wasser, also Zuckerwasser. Und normales Wasser, wenn man das einfriert. Also Zuckerwasser einfriert und normales Wasser einfriert. Dann ist das Zuckerwasser das, was schneller schmilzt. Das heißt, je süßer, desto schneller schmilzt etwas. Ist das so? Weil da wahrscheinlich das Wasser mit mehr Feststoffen dann durch die Zuckermolekülchen versetzt ist, dass es dann irgendwie schneller sich wieder aus dem Feststoff... Nee, das ergibt keinen Sinn, oder? Keine Ahnung. Bin kein Chemiker. Aber wir haben was gelernt. Und ich lerne, wie man hier richtig zuschlägt. Denn wir haben alles gesammelt und wir dürfen weiter. Ak-Sai-Tai-San, Stage clear. Okay. Bonbon. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Erledigt. Kette bestätigt. Und somit laden wir uns zurück auf dem Weg unserer Reise. Und es geht hier wirklich immer stets weiter. Spannend, da könnte es kaum werden. Und ich freue mich schon auf das, was kommt, wenn wir weiter reisen. Und jetzt geht's echt nochmal deftig weiter. Ümi? Was ist das denn? Ümi. Wollen wir das noch machen schnell? Oder nehmen wir das mit? Das machen wir noch, komm. Ich bin gerade begierig. So, Shinami Sapan Kurushio Road. Also, jetzt geht's hier weiter. Und zwar auf der Kurushio Road. Kurushio ist so eine Strömung, die hier ist. So eine japanische Strömungsader, auf der wir uns hier begeben im Pazifik. Und Shinanami sind die schäumenden Wellen, auf denen wir uns befinden. Und ich dachte mir doch, da machen wir noch einen. Das ging jetzt so schnell, das Schiff. Ich brauche noch eine. Ah, ein Wissensfragment hier gleich schon. Hallo, Unchiku. So. Choco wa nigakatta? Schoko war bitter? Heißt es, Nummer 41. Und was Schokolade anbelangt, so ist es früher als Medizin benutzt worden. Und, also es gab Fälle, wo Schokolade als Medizin benutzt wurde. Kakao, dann eher. Und ja, die war sehr, sehr bitter. Deshalb hat nicht so geschmeckt, offenbar. Okay, ist nicht viel. Also, ach, da wird wieder... Ach, das ist so eine Autorunde wieder, ne? Wir sehen ja um unsere Freunde. Und deshalb ist das ganze Zeug hier auch. Ne? So, Nummer 42. Iruka no Jump. Also, der Sprung von Iruka. Iruka sind Delfine. Delfinsprünge. Und was man in Delfinshows oft sieht, das sind die Sprünge von Delfinen aus dem Wasser raus. Und was Delfine anbelangt, die springen und dadurch... das machen sie, weil sie dadurch den Schmutz von ihrem Körper abscheuern. Also sie machen sich sauber dadurch. Den treiben den Schmutz von sich durch die Sprünge. Wenn sie raus und rein ins Wasser schreiten. Offenbar. Jetzt muss ich mal genau gucken, weil wenn das hier so eine Fahrrunde ist, dann haben wir hier wahrscheinlich immer noch mehr Wissen. Ne? Da vorne vielleicht. Ist da was auf der Spitze? Nee, da kommt man gar nicht hin. War das das? Hey! Mann, Mann, Mann! So, der Duft des Meeres. Dann lass mal den Duft des Meeres spüren. Ach krass, jetzt ist so eine Runde wieder. Das ist ja auch spannend. Damit dachte ich, dass wir jetzt durch das Meeresreich schon schreiten können. So gespannt war ich, dass ich nicht bei mir halten konnte. Und ja, es ist offenbar so. Wir haben uns wieder in unsere mobile Form verwandelt. Unser guter Mayuge, den können wir steuern und müssen im Zeitlimit
die verschiedenen Checkpoints erreichen und passieren und so das Ziel anstreben. Und ja, das Fahren mit Mario Gear ist wie folgt: mit A beschleunigen, mit B bremsen. Und ja, so müssen wir die Geschwindigkeit dann entsprechend anpassen. Mit L und R driften. So können wir dann entsprechend die Kurven auch nehmen. Und ja, wenn wir L und R beim Springen drücken, dann können wir ein Kunststückchen machen und so dann noch weiter uns beschleunigen. Also dann, let's ride! So, ich gebe mir hier ordentlich Gas. Da war wieder nur oh, verdammt, ey. Da sind Bomben. Ich muss hier ein bisschen... Das ist ja wie Wave Race auf dem N64, verdammt! Ja, ich glaube, wir können uns hier gerade ganz gut schon über Wasser halten. Oh, ah, nee, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Ich nehme alles zurück. Es läuft nicht gut, es läuft nicht gut. Unsere Zeit läuft ab. Vielleicht werde ich Opfer dieser Levelform. Ab und zu mal ein paar Geldsäckchen, aber da traue ich mich irgendwie nicht ran. Hier können wir noch eine andere Route nehmen. Über Land. Wo uns die Sprites anfeuern. Hier nehmen wir mal die Kurve. Komm. Ja, beschleunigen wir. Das hat nicht funktioniert, aber hier wiederum. Verdammt. Die Chance nicht gekriegt. Da haben wir jetzt einen Surfer vor uns. Ich weiß gar nicht, kann man die auch wegtackeln? Wahrscheinlich schon, ne? Oh, die große Sprungchance hat Kurando mal wieder nicht erreicht. Die Hälfte habe ich jetzt schon verpasst, gefühlt. Dafür bin ich noch in keine Bombe oder gegen keinen großen Felsen geplumpst, aber das kann ich noch ändern. Yes! Das war's schon. Ja, Gott sei Dank haben wir die Runde noch angebunden. Meine Fresse. Das ging jetzt aber wirklich flinker als gedacht. Und wir sind hier. Ja, guckt euch das an. Jetzt erstmal Souvenirausbeute. Ist wie bei der letzten Fahrrunde auch schon. Was haben wir denn da alles? Nehmen wir erstmal hier den Umi-Wimpel für den Pazifik. Den nehmen wir mit. Und dann haben wir hier auch noch den Pokal für den Kuroshio Rot Grand Prix. Den haben wir gewonnen, da wir auf der Strömungsschwelle vom Kuroshio, also die schwarze Strömung sozusagen, hier beglitten haben. Und ja, gute Welle sind wir hier lange glitten, deshalb alles wundervoll. Und hier ein Ukiba, ein Rettungsring. Guckt mal her, das ist ja wirklich, da kann man mit einem Hammer gegenhauen, da passiert nichts, der platzt nicht. Jetzt haben wir hier den Turm, aber es fehlen uns noch drei Wissensäumelchen. Die müssen wir erstmal finden. Drei Stück. Einen haben wir hier. Hallo. So. Nummer 45. Also zwei davor fehlen noch. Sepia Iro wa Ika Sumiro. Was so viel heißt wie die Sepia-Farbe ist die Tinte von Tintenfischen. Und das wissen wir, ne? Dass zum Beispiel dieser dunkle Braunton, der auch als Sepia-Farbe bezeichnet ist, ja? Sepia ist Tintenfisch oder Kalmar, das heißt bei den weißen Tintenfische, Kalmar-Tinte bedeutet das und ja, dass die Tinte, die ist für gewöhnlich eigentlich schwarz, ne? Denkt man ja immer. Aber es ist Sepia-Farben. So, danke für das Wissensbisschen. Hab ich die jetzt alle verpasst? Da waren am Anfang wahrscheinlich viel mehr versteckt, ne? Muss ich nochmal machen. Ne, da ist noch einer. Habe ich irgendwo einen am Anfang verpasst? Kann das sein? So. 44. Hotate no kudoi tenten wa. Die schwarzen Punkte bei der Hotate. Hotate ist eine Muschelart und zwar die Kammmuschel. Im Deutschen, glaube ich. Und es ist so, dass bei der Hotate, der Kammmuschel, da gibt es so wellige, an den welligen Rändern. Ja. Da sind schwarze Punkte. Und das... Wer hätte es gedacht, das sind alles Augen der Muschel, an den Rändern sind Augen überall. Und es gibt da insgesamt ungefähr so 80 Augen. 80, warte, was eklig. Boah, bei Muscheln dreht sich mir auch alles um, ey. Wenn ich jetzt weiß, dass da 80 Augen dran hängen, dann kann ich da noch, nee, kann ich nicht essen. Ich habe irgendwo ein Wissensäumelchen verpasst, offenbar. Am Anfang, ist das so? Scheibenklasse, den müssen wir uns doch noch abholen, kann das sein? Dass wir da nochmal die Tour fahren müssen? Eine extra Runde drehen. Wo habe ich den denn verpasst? Schwimmt der hier noch irgendwo? Nee, ne? Ah, ärgerlich. Dann gehe ich noch einmal zurück. Ich bin jetzt irgendwie noch in dem Anspruch drin, dass wir das alles herkriegen, ja? Komm, machen wir noch eine Ehrenrunde ganz zuletzt.
Dann können wir auch mal rechts über diese Schlucht noch fahren. Also, offiziell ist Schluss mit der Folge, aber ich will noch wissen, was das letzte mittlere Wissensstückchen mir für einen wundervollen Wissensvorsprung dann erlaubt. Denn ey, ohne Witz, das sind natürlich Dinge, die jetzt, ihr könnt jedem sagen, ey, Kammuscheln, am Rennen sind schwarze Pünktchen, ungefähr 80 Stück, das sind Augen. Wenn ihr mal irgendwann beim Asiaten essen geht oder so. Wo geht's denn? Ach, guck mal, es geht dann wieder an Land. Okinawa. Nächste Präfektur ist die südlichste. Ja, Band Okinawa. Wahnsinn, aber ich will das letzte Häufchen Wissen haben. Das letzte Wissenshäufchen muss gesammelt werden. Let's go. Shiranami Sapan. Also die weißen Wellen, auf denen wir surfen über die wunderschöne Kurushio Stromschnelle. Wo ist das Wissensding? Ich glaub's ja nicht. Wenn ich ihn überhaupt finde. Kann ich. Warte, hier was? Da, ach nee, das ist das, die Fibel, die da hinterlassen wird. Irgendwo hier muss doch was sein. Hä? Bin ich so blind? Ernsthaft? Oder ist der so krank versteckt hier? Kann das sein? Nee, hier nicht? Ich kann hier nicht weiter. Oder doch nach dem... Ich gucke nochmal genauer hin. Ich kann da ja auch nicht hoch. Sonst ist er wahrscheinlich verschollen. Nicht auffindbar für mich. Oder vielleicht irgendwo jenseits der Reling? Das ist bestimmt was ganz Besonderes. Wenn man den freischaltet, dann weiß man alles. Das ist die maximale Wahrheit, die man dann geschenkt kriegt. Der ist nicht hier. Der muss im anderen... Der muss danach folgen. Hier kann er ausgeschlossen sein. Ich kann ja auch hier nicht gegenhauen. Oder er fällt von der Palme, wenn ich gegenhaue. Das kann natürlich auch sein. Wäre aber auch bescheuert. Dann hättest du ja einen Hinweisreiz irgendwie geben müssen, ne? Hast du den für mich? Hier, ich kann reden. Hier. Ja. Hey, du. Wo. Mann, das Meer ist aber echt weiträumig, ne? Groß und weit, das Meer. Okay, hier ist keiner mehr. Dann ist er doch auf der anderen Seite gewesen. Also, der hätte ich ja jetzt gesehen, ne? Oder wir halten nochmal auf der Rennstrecke die Augen offen. Es kann auch sein, dass der irgendwo auf der Rennstrecke ist, ne? Das wäre richtig bitter, wenn man den da anfahren müsste oder sowas. Ich skipp das mal. Wir wissen ja, was Sache ist. Und auch so die Anleitung. Ich halte mich mal so ein bisschen am Rand hier. Ich kann da so ein Geld... Ah, nee, den Geldsack kriege ich auch nicht kaputt. Verdammt, ich fahre richtig schlecht. Da will ich natürlich nicht mit Wissen belohnen. Es kann natürlich sein, dass wenn man hier irgendwie richtigen Timing oder sowas zugange ist, dass man das dann kriegt erst. Aber dann wäre das auf jeden Fall ein Achievement, was ich niemals mir genehmigen könnte. Versuche mir jetzt ein bisschen mehr recht zu halten. Um dann vielleicht auch die Möglichkeit zu haben. Hier? Nee, das ist eine Bombe. Okay. Ich dachte schon, die brennende Lunte, das könnte was sein. Diesmal bleibe ich hier unten und fahre wie der letzte Vollhorst an der Rampe vorbei. Okay, meine Performance hat weiter abgenommen. Wer hätte das gedacht, dass das möglich ist? Aber mich ärgert das. Ich will dieses letzte Wissensfragment haben. Bin ich hier alles gesammelt? Ich darf das doch jetzt nicht so schleifen lassen. Oi! Rabauke! Oh, werde ich immer langsamer. Die Zeit, die läuft mir ab. Jetzt aber. Jetzt können wir hier nochmal. Aber kein Wissensmännchen. Nee, schade. Dann müssen wir doch mal auf der anderen Seite gucken gleich. Geht Gott sei Dank alles sehr schnell. Aber ich konnte auch nicht ins Meer schreiten. Also da wäre jetzt auch kein Weg mehr weiter gewesen. Also wartet mal. Wo ist? Hier auf der Palme vielleicht? Das kann natürlich sein. Oder irgendwo im Grünzeug verborgen. Ernsthaft? Hier? Nee, auch nicht. Das ist nicht zu finden. Ich habe wohl irgendwie... Irgendwo habe ich es wahrscheinlich übersehen.
Auf den Palmen nicht vielleicht. Hat er was für mich hier noch? Hey. So. So, wir haben es geschafft. Das war gut. Gute Reise. Ich kann ja ein bisschen zumindest ins Meer reinschreiben. Vielleicht habe ich hier irgendwo unter Wasser, kann ich den hervorholen. Ich habe hier einen ganz anderen Blick. Hinter der Plattform? Nee, ne? Vielleicht habt ihr ihn schon längst erspäht und ich gucke da wie so ein Blindfuchs hier. Blindfuchs vor allem, Blindfisch. Eieiei, das kann nicht wahr sein. Dann war er vielleicht doch am Anfang und ich habe ihn nicht gesehen. Ich werde ihn nie sehen. Da ist ein Buch. Hier kann ich nicht rauf, da ist er nirgends drinne. Die Büsche kann ich auch nicht kaputt kloppen, oder? Nee. Okay, das Ding werde ich nie finden. Kann ich den hier auch anhauen? Nee, ne? Aber hier kommt ja auch nichts raus, ne? Das Kind da doch kann ich auch nichts machen. Und bei der Plattform war auch nichts. Maximal strange. Der muss erstmal noch gefunden werden. Irgendwann muss ich wohl nochmal zurückkehren. Jetzt ist hier erstmal Schluss. Aber vielleicht habt ihr ihn ja gesehen. Haut mir in die Kommentarzeile, wenn ihr irgendwo so ein kleines gelbes Köpfchen gesehen habt und ich einfach zu blind bin. Haut es raus. Jetzt bin ich einfach nochmal durch die Stage durch. Aber habe ich natürlich sehr gerne gemacht. So, erster Verlust an dieser Stelle. Aufgrund mangelnder Sehkompetenz. Sei es drum, das war's gewesen. Ihr dürft jetzt nochmal richtig schön während der Ladezeit nochmal kommentieren, liken. Abonnieren, falls euch geschehen, die Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Und das nächste Mal dann wieder einschalten, wenn es denn in die südlichste Präfektur Japans geht, nach Okinawa. Und da wird's spannend. Ich freue mich drauf. Und bis dann, passt auf euch auf, gehabt euch wohl, auf Wiedersehen und bye bye.